Fleißig vorangeht es dieser Tage auf einer Baustelle in Berlin-Mahlsdorf. Auf dem Hulschiner Damm, Ecke Bergedorfer Straße, wird derzeit ein neues Geschäftshaus errichtet. Seit Dezember vergangenen Jahres wird auf der Freifläche gebaut. Der konventionelle Bau entspricht den geltenden Energiesparverordnungen und verfügt über einen hohen Frischeanteil. Denn die rund 800 Quadratmeter große Verkaufsfläche soll von dem Markendiscount Netto genutzt werden. Nach Informationen des Bauherren sollen die Arbeiten Mitte Mai abgeschlossen sein. Die Eröffnung des Supermarktes erfolgt voraussichtlich Ende Mai. Ein paar hundert Meter weiter wirbt der Einkaufsmarkt Edeka ebenfalls mit der Errichtung einer neuen Filiale. Auf der Freifläche Ecke Rödernstraße ist derzeit allerdings noch nicht zu erkennen, wann die Bauarbeiten beginnen werden. Eine Stellungnahme des Konzerns lag bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.